Mein Name ist Karina Bitschek und ich habe kurz nach der Geburt meines zweiten Kindes die Diagnose Darmkrebs erhalten. Das war für mich und meine Familie natürlich ein großer Schock. Heute geht es mir dank zielgerichteter Therapien wieder gut und ich kann für mich und meine Familie da sein und wieder Fußball spielen. Krebsforschung ist wichtig, deshalb lauft mit am 7. Oktober beim Krebsforschungslauf.